Er selbst würde sich als Glockenlobbyist bezeichnen. Der Wahlberliner Miguel Pascal Schaar kämpft mit seinen Filmen auf dem Internetportal YouTube dafür, dass der Klang von den Kirchtürmen wieder präsenter in den Städten und Dörfern wird. Oliver Jeske hat mit ihm über seine Leidenschaft gesprochen. Der Mann dürfte die wohl durchtrainiertesten Waden Norddeutschlands haben. Miguel Pascal Schaar, er ist bereits auf sage und schreibe 250 Kirchtürme von Berlin bis Sylt geklettert. Dort hat er seine Kamera aufgebaut und das Glockengeläut gefilmt. Zu sehen und zu hören ist das Ganze im Internet auf YouTube. Wie kam Schaar auf die Idee? Vielleicht ist die Geschichte ein bisschen traurig, weil ich am 11. September 2001, frisch in Berlin angekommen, hörte, wie die Glocken läuteten. Es war wirklich ein Trauergeläut und die Stimmung war dann ja auch ganz, ganz furchtbar. Mir ist so aufgefallen, welche Wirkung Glocken dann auch haben können. Also bei mir hatte das zumindest eine ganz starke Wirkung. Die Gedächtniskirche hat dann jede Stunde eine Andacht gefeiert und ich konnte die Gedächtniskirche zu Hause von meinem Fenster aus hören. Und da habe ich mich so gefragt, Glocken, welche Wirkung hat das denn? Was macht das denn mit einem? Und auch, was ist denn, wenn Glocken nicht mehr da sind? Denn Miguel Pascal Schaar hat die Erfahrung gemacht, das Glockengeläut in Dörfern und Städten, es wird immer weniger. Und dagegen will der Journalist und Theologe anfilmen. Ich glaube, wir brauchen fürs Läuten eine Lobby. Ich erlebe es, dass immer mehr Gemeinden das Läuten immer mehr reduzieren, dass sie sagen, wir können den Menschen doch nicht zumuten, dass es ein Morgen-, Mittag- und Abendläuten gibt zu den Gebetszeiten. Ich kenne in Berlin keine Gemeinde, die am Freitag um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu läutet. Das ist irgendwann eingestellt worden, weil das war kein Thema mehr und man möchte ja auch die Nachbarn nicht belästigen durch zu häufiges Läuten. Ich erlebe es, dass Einladungen zum Gottesdienst, dass die immer weiter ihre Minuten reduzieren, damit es ja keinen Ärger gibt. Ich glaube, wir brauchen eher einen Lobbyeinsatz für das Geläut. Und den will Schaar im Kleinen mit seinen Glockengeläuten auf YouTube leisten. Offensichtlich mit Erfolg, denn inzwischen diskutiert die fachkundige Internetgemeinde eifrig darüber, welche Gemeinden ihre Glocken einfach verfallen lassen. Hier fehlt ein Klöppel, dort ist die Aufhängung bereits so marode, dass nicht mehr alle Glocken läuten können. Auf seinen Filmexpeditionen hat Schaar manch haarsträubende Erfahrung gemacht. Ich kam mir manchmal wie in James-Bond-Filmen vor, und wo ich dachte, kann das nicht ein Stuntman übernehmen, was ich da gerade mache. In manchen Gemeinden muss ich dann vorher ein Schreiben vorlegen, dass ich ganz sicher auf eigene Verantwortung alles tue und mache. Und manchmal merke ich auch, dass das berechtigt ist. Ich freue mich immer über Gemeinden, wo ich gut runterkomme, unverletzt, unversehrt und auch einigermaßen sauber, so dass ich noch irgendwie andere Termine wahrnehmen kann, weil meistens da oben keiner ist. Also wir haben ganz selten Kirchwarte, die noch auf Glockentürme gehen, die das regelmäßig kontrollieren. Und ich bin manchmal nach Monaten der Erste, der da wieder da oben ist. Trotzdem, Miguel Pascal Schaar ist überzeugt, sein Einsatz lohnt sich. Durch die Besteigung der Kirchtürme ist er auf wahre Schätze gestoßen. Glocken aus dem 12. Jahrhundert hat er entdeckt. Sie tun noch bis heute ihren Dienst, rufen die Menschen zur Andacht und zum Gebet. Und seine Lieblingsglocken hat er auch bereits ins Herz geschlossen. Noch einmal der Glockenfan und Theologe Schaar. Also beispielsweise auf Sylt gibt es eine kleine Vaterunser-Glocke. Die hört sich nicht toll an, aber die hängt weit oben in dem Turm. Die Glocke kann das Meer sehen, das Meer kann die Glocke sehen und ich finde es klasse, dass sie zum Vaterunser geläutet wird. Also die mag ich einfach, weil das so eine Besonderheit ist. Vom Klang Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, das ist klasse. Dieses Geläut legt sich wie ein Teppich auf den Platz. Das ist eine warme Einladung. In Hamburg die Glocken von St. Nikolai am Klosterstern, ganz ähnlich. Also Glocken, die einladen, Glocken, die mahnen, Glocken, die zum Gebet rufen, das spricht mich an und das, hoffe ich, hat auf viele Menschen eine Wirkung. Tja, und wenn auch Sie die Glocken auf sich wirken lassen wollen, die Aufnahmen von Miguel Pascal Schaar finden Sie im Internet bei YouTube. Den Link stellen wir auf unsere Internetseite www.irf.de/aktuell.